Jo, dann hallo und willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge von TOJ TV. Ich bin euer Torgon137 und bei mir ist wieder Captain Ben. Grüße dich, Ben. Also, Captain Ben hat sich noch nicht eingeloggt. Gut, dann begrüßen wir ihn danach, wenn er sich eingeloggt hat. Dann So, wir können schon mal auf jetzt der Weltkarte schauen, wo er ist. grüß dich TJ und alle anderen, die zuhören. Ja, servus, schön, dass du da Hi. bist. Servus, danke. Jo, wir fliegen heute von Liverpool hoch nach Edinburgh. Ben ist schon losgeflogen, hat Gott sei Dank ein bisschen mehr Zeit gehabt als ich. Ich wollte heute gar nicht fliegen, deswegen auch keinen Spitfire-Stream heute. Aber bevor wir jetzt noch hier lange rumquatschen, legen wir einfach los, würde ich mal sagen. So. Wie ist das Wetter, Ben? Wie sieht es denn aus dort? Was erwartet Ja, uns? alles schön, heiter bis ulkig. Heiter bis ulkig, Ja, das ist in trocken. Ordnung. Eigentlich schönes Wetter. Bisschen bewölkt. Okay. Bis jetzt entspannt. Ein bisschen windig. Korrigiere hier auch gerade nochmal so ein bisschen nach. Aber sonst alles gut. Ist sauber. 2,5 Stunden haben sie jetzt angesetzt für die Distanz. Mal gucken, was wir wirklich brauchen am Ende. Jo. Ich hätte gerne mal so einen Durchschnittswert, wie lange man wirklich unterwegs ist mit der Maschine. Also bei der Spitfire bin ich so auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 530 km/h gekommen. Ich muss alles zusammenrechnen. Okay. Und das kommt doch ziemlich gut hin. Ja gut, dann kommt aber auch noch wirklich hinzu, hast du Gegenwind, hast du Rückenwind, ne? Die Sachen muss man auch noch mit einkalkulieren. Ja, also ich hatte schon Strecken, wo ich sogar rechnerisch 560 hatte, was eigentlich nicht sein kann, weil sie nur 540, 550 schafft. Bei mir hängt das eher davon ab, ob ich noch irgendwie Sightseeing mache. Da bin ich immer ganz extrem drin. Irgendwo einen schönen Berg. Erinnerst du dich an den einen Vulkan in Afrika, in Namibia, Ja, genau, wo wir den richtig. Abstecher nach rechts gemacht haben und ruckzuck ist dann nochmal eine halbe Stunde extra draufgegangen. Klar, das geht dann ruckzuck Und mit das ist der so das, Maschine. wo mir dann die Durchschnittsgeschwindigkeit fehlt. Oh, das muss ich kurz wegmachen. Das, nee, Quatsch, lass mal, oder? Kleiner Moment, Lux, kleiner Moment, ich muss mal hier die Namensmarkierung wegmachen, weil das ist mir zu viel hier. In Edinburgh sieht es wahrscheinlich genauso aus. Ja, In Liverpool ist schon wieder alles voll. hab's auch ausgemacht. Das ist zu viel. Nervt Aber dann einfach das. irgendwie so, stört die Ja. Optik. Ja. Richtig, reicht schon, wenn man hier die ganzen Stecknadeln sieht, aber die sind auch ganz gut. Dann sieht man mal, aha, wo bin ich? Jetzt hat man ja auch keine Flugkarten hier liegen. Ganz genau. Ersetzt die ganze Geschichte so ein bisschen. Route aus, das aus. Ja, so kann es bleiben. So, Bremse los und ab dafür. Perfekt. Ja, ich bin noch nicht ganz so fit. Heute habe ich so ein bisschen mit meinem Burnout wieder Schwierigkeiten. So leichte Panikattacke heute früh gehabt. Okay. Ich eigentlich gar nicht vorgehabt, heute zu fliegen, aber ja. Das haben wir doch alles schon früher erledigt als gedacht. War jetzt nochmal schön im Meck gewesen, aber da kommen wir auf dann. Wenn der Captain Ben schon unterwegs ist und wir die gleiche Richtung fliegen, dann hau ich da auch mal das Ding ab. Ja, da muss man auch mal ausnutzen. Wetter passt ja noch, spielt ja noch gut mit. Los. Und hell ist es hier auch noch, also passt auf alle Fälle. Aber die U kriegt man im Dunkeln ja auch noch gelandet. Also sei denn, du hast jetzt irgendwie total schlechte Sicht. Passt schon. Jetzt hier auf dem Kompass angezeigt, dass ich nach Westen soll. Das check ich auch nicht, dass du in eine Richtung startest und in eine andere Richtung ist dann der Timeclimb. Ja, Das ist ist auch ein total bisschen verrückt. nervig. Ja, irgendwie komisch, ja, ich auch so. Ich habe gerade den Autopilot auch erstmal wieder ausgemacht. Das fliege ich auch ein bisschen hier von Hand die ganze Zeit. Ja, eh da. Ich check schon mal die Wetterlage für Edinburgh. Was gibt's denn da Gutes? EDPH müsste der Käfer sein, meine ich. United Kingdom da. Hier hat eine Stecknadel angezeigt. Was ist denn hier los? Also 14 Grad haben wir da oben. Okay, Park Clouds auf 2500 Fuß. Garrett Clouds. Jetzt hat's gewechselt. Alles Okay, und 11 Knoten Wind haben wir aus 260. Also wird es auf jeden Fall aktuell die Piste 24. Oh, passt doch. Ah, wird etwas bewölkter. keine Ahnung, wo meine Kompassnadel hier mir eine völlig falsche Richtung anzeigt. Wenn ich die Ist sie Karte nicht auf anmache, Kurs?
Nee, überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Die zeigt stur nach Westen. Aha. Ah, jetzt hat sie gewechselt, okay. Okay. Strange. Sei es drum. Ja. Ich fliege jetzt aber auch wieder unter den Wolken. Hey, ich möchte mal bleib unterhalb. Bisschen austreten. Wo ist die Wolkendecke ungefähr? 2,5 circa. Aber dauert bei dir noch ein bisschen, bis du da hinkommst. Ja, ja, richtig schön tief fliegen erstmal. Muss ich nur gucken, ob das jetzt passt. Da wird noch ein bisschen bergischer hier. Aber man kriegt mal den. Ja, und Schottland hat ja, glaube ich, auch, die haben ja, oder England generell ist ja auch ein Weltupdate schon gekommen. Sieht ja auch alles super aus hier. Okay. Ja, ich sehe es also hier. Hammer. Ja, absolut top. Ist auch gerade hier ein paar Gebäude, die ich jetzt extra nochmal anfliege, weil die einfach extrem hervorstechen. Nachdem ich ja gestern übelst dilettantisch Stonehenge verpasst habe. Das sieht man aber wirklich sehr schlecht, Stonehenge, finde ich. Aus der Luft, das ist nicht so wirklich. Muss man genau hingucken. Das ist klein, ja. Absolut. Ich bin immer so fasziniert von der Spannweite von der Jude. Das ist so geil, das Ding, echt. Das ist der Hammer. Die 30 Meter oder was. Die riesen Segelflieger, ne? Wahnsinn. Ja, die Tragflächen wie eine. Eigentlich fast identisch wie eine 737. Krass. Irre. Das sind so cool, wobei sie nur so kurz ist und im Vergleich zu einer 737 halt auch extrem leicht. Ja. Royal Liver Building, alles klar. Tja, und ich habe das Problem, dass mir keine Screenshots mehr hochgeladen werden. Okay. Seltsamerweise. Also ich kann es jetzt jedenfalls nicht mehr auf dem Handy abrufen oder am Laptop. Kann ein Bug sein, wieder mal aktuell. Ich habe gestern mal einige... Schon seit 5 Tagen bereits. Okay, gelöscht habe ich mal einige, weil ich ja so viele gab. Und dann guckt man sie sich ja doch nicht an. Ja. Das ist Wahnsinn. Ich habe da gestern mal komplett aufgeräumt. Mache ich auch dann und wann, weil ich mache recht viele Fotos halt, weil ich mir dann halt eins für die Thumbnails aussuche. Ja. Gut, du streamst ja eh noch die Videos dann zwischendurch, da kann man auch mal immer wieder, wenn man mal Lust hat, mal reingucken. Ja. Ja, geht in Deckung, die Deutschen fliegen wieder tief. Jo. Die Bruchpiloten sind wieder unterwegs hier. Der Lugler-Bild war gut vergessen, wa? Welcome to Lugler, zack, der Mann. Kenn ich super. Klatsch drin. Ja. Lukla ist wirklich, also schon heftig. Der Anflug, der bereitet einen mit der Maschine auf jeden Fall schon ein bisschen Kopfschmerzen. Also ich rechne auch mit einem Crash bei mir, wenn ich da landen will. Also wenn ich da ganz ehrlich bin, kann mir nicht vorstellen, dass das gut geht. Kann mir echt nicht vorstellen, dass das Wahnsinn. Gut geht. Wahnsinn, ich Wahnsinn. Da muss ich auch, ich muss mal gucken, wie die da, ob ich den Lukla mir überhaupt gönne. Mal gucken. Der ist mir einfach zu heftig mit der Maschine. Ich muss das machen, das ist bei mir einfach so drin. Hört damit zu, das ist, unterhaltungswert. Ja, nicht nur das, das ist so diese mein Ego lässt das nicht zu, dass ich das auslasse. Einfach mitnehmen, Lukla, meinst du? Ja, da bin ich entspannt. Ja. Da gehe ich in Ruhe in Kathmandu einen Kaffee trinken. Wenn ich schreien und schwitzen hier vor der Konsole, ja, ist, oh Scheiß, du machst es auf jeden Fall besser, definitiv. aber das war auch schon bei meinen Motorradreisen so, wenn ich jetzt so mein Buch, wo ich jetzt gerade mein Buch schreibe, wenn ich das so lese, weil ich da meinen Mist getrieben habe, Alter, auf die Ideen musst du erst mal kommen, ne? Du musst schon TJ heißen, um das zu machen. Wahnsinn, total. 2000 Kilometer am Stück auf dem Bock. Boah, yeah. Boah, Wahnsinn. Nee, Lukla ist wirklich schon enorm. Also er ist wirklich... Ja. Da gibt es kein Zurück mehr, da gibt es nur einen Versuch. Ja, genau. Wenn du angefangen hast, Gas wegzunehmen, die Landeklappen draußen sind. Ja, richtig. Aber witzig ist wirklich, wenn man einmal so. Ich habe beim zweiten, dritten Versuch wieder gemerkt, aha, fließt ein bisschen höher an. Man kann es schaffen. Also, das habe ich ja gesehen gestern. Ich glaube, du hast es auch hingekriegt, aber. Wahnsinn. Die Winde sind einfach so böse. Bisschen Glück. Ja. Du brauchst halt ein bisschen Glück mit den Scherwinden. Oh ja.
Aber in meinem einen Landeversuch, der nicht hingehauen hat, war es dann wirklich so wunderbar reingekommen. Recht starker Wind von rechts gehabt, ja. Austariert, war okay, schräg reingekommen. Plötzlich haut sich die Maschine ganz leicht nach unten. Wahnsinn. Ich hatte nicht genug Power gehabt, also habe ich zurückgezogen, bin bekloppter. Hab dabei gerade gezogen, war da links von der Bahn und zu langsam in leichtem Steigflug und dann habe ich schon an der Wand gehauen. Das ist vorbei. Ja. Weil wir müssen in dem Simulator hier wirklich mit einberechnen, das wird ja hier wirklich alles dargestellt mit dem Wetter und alles. Das ist schon irre, das merkst du hier. Mhm. Das ist schon krass, das ist eigentlich super. Hast du gut gemacht. Ich werde auch mal versuchen, die U-Dot zu landen. Wobei ich glaube, die ist ja extrem windempfindlich. Der Platz war stabil, aber Wind mag die gar nicht. Ich glaube, die wird da powertechnisch gar nicht hochkommen. Kann sein. Glaube ich, oh, doch, die Höhe reicht's ja. Müsste mal aus. Sie fliegt höher als die Spitfire. Das geht schon ohne Probleme auf 21.000 Fuß, das geht. Müsstest du mal ausprobieren mit dem Ding. Hier ist auch mal wieder Turbulenz. Bin ich wirklich über den Wolken gerade schon. Weil hier unter mir sieht man dann doch nicht mehr so wirklich viel. Sicherheit geht vor. Und ich bin gut und schnell unterwegs. Immer zur sicheren Seite, gell? Immer. Auch für morgen merken, ne? Morgen ist Simulator-Time. Ach, immer zur sicheren Seite. Immer, ja. Besser ist es. 240 Knoten, ja. Immer zur sicheren Seite, ist mal besser. Herrlich, herrlich. Piloten, wir sind in Licht. 359. Die Wolkendarstellung hier ist einfach wunderbar. Alles Wolken, alles, Schatten, alles, ist alles, ist super, alles ist super. Das ist Wahnsinn. Ich guck mal, ob ich jetzt mal wieder unter, jetzt mal ein bisschen Stück, ich trimm's mal wieder runter unterhalb der Wolkendecke hier. Weil man möchte dann doch noch ein bisschen was sehen. Ja. Sieht so cool aus hier, die Ecke. Das hat mich aber bei meinem Start genervt, wo ich da in Deutschland gestartet bin, wir nur Wolken hatten. Ich bin ja bis Zürich nur über den Wolken geflogen. Bis Zürich konnte ich nicht landen, weil es zu bewölkt war. Und dann bis nach, bin ich danach hingeflogen. Belgien bin ich gelandet. Okay. Belgien warst du schon, da war ich auch noch nicht. Ich bin von Deutschland nach Belgien. Ich wollte eigentlich in der Schweiz landen, aber cool. Ging nicht, weil es halt zu bewölkt war. Ich sag, kaum fliegst Richtung England, bin ich dann in Belgien gelandet, in erstes Kaff mit L. Ach was weiß ich, fällt mir gerade nicht ein. Oder hatte ich halt auch nichts gesehen, außer dem Eis auf der Scheibe. Belgien ist bestimmt auch cool dargestellt, auch von der City her, denke ich. Ist cool. Moment kurz, was? Ging dann, ja. 150 Kilometer, das wird so ungefähr, ich weiß auch nicht, so eine richtige Referenz. Wir haben uns gerade schon über die Referenz hier unterhalten. Man weiß, kann auch gar nicht genau so abschätzen, wie lange man dann braucht. 150 Minuten würde ich mal schätzen. Ja, ich denke auch so. 150 Kilometer, 50, 40 Minuten so. Pi mal Daumen. Je nachdem, wie schnell wir jetzt hier vorwärts kommen. Ja. Wie spät haben wir denn jetzt? Okay. Bist du, also klar, du bist ja schon gestartet, sicher. Geht ja recht schnell, die Maschine anlassen eben. Sehr ruckzuck gemacht bei der. Super. In echt bräuchte man da ein paar Sekunden länger für. Aber man kann sich in der Maschine halt auch wirklich mal in aller Ruhe die Gegend angucken. Du hast so viel Platz durch diese großen Fenster. Ja. Es macht richtig Spaß, da mal rauszuschälen. Das ist ja, echt, richtig. Cool. Ja, auf jeden Fall. Zur Seite, vor, zurück, ja, auf jeden Fall. Mhm. Danke, Schatz. Die Maschine ist einfach für den Simmer gehalten, aber wenn sie schwieriger, wenn sie so wäre wie in echt, dann würden wir die Hälfte wahrscheinlich, wir eingeschlossen, wahrscheinlich gar nicht bewegen, die Maschine, weil die ist so komplex, die ist ja nicht umsonst mit drei Leuten, wurde ja geflogen. Muss ja auf alles achten bei dem Ding in echt. Ja. Ja, vor allem, was glaubst du, wie genervt wir wären, wenn jetzt, das heißt, würde hier Geschwindigkeit rausnehmen, nur noch, keine Ahnung, 30% Leistung. Richtig. Weil die Temperatur zu hoch ist für die nächste 3-4 Stunden, dann wirst du ja verrückt werden hier. Klar, wir sind Wahnsinn, weil dann bist du das Ding ja gerade mal mit 100, mit 100 Knoten. Wollte gerade sagen, wenn du Glück hast, ja. Ja, das wenn du Glück hast. Wenn du Glück hast, richtig, das ist schon Wahnsinn.
Wobei, da hast du alle Hände hoch, kannst du die Höhe nicht halten mit der Geschwindigkeit. Langeweile. Ja, klar, aber Langeweile hast du da nicht, weil dann bist du die ganze Zeit nur guckst auf Instrumente, passt dies, passt das. Und überhaupt. Aber ist schon so wie es ist, ist schon gut. Ja. Bisschen entspannter hier. Für den Probanden von der Couch hier. Echt so. Jetzt waren wir wieder aus, jawohl. Es wird tatsächlich wolkiger. Okay. Naja. Macht aber nichts, man sieht noch ein bisschen den Boden, wird schon passen. Aber dann werden wir uns jetzt, ja, mit schlechtem Wetter, da muss man sich jetzt immer mehr drauf einstellen. Muss man immer mehr damit rechnen. Mhm. Ist so. Macht die Sache natürlich nicht leichter. Nee. Ich bin mal gespannt, wie es denn jetzt halt dann in Asien wird, wenn wir da mit der Spitfire weiterfliegen, wie dort das Wetter sich dann verhält. Ich bin, ja. Dass es besser wird, jahreszeittechnisch oder nicht. Das ist Wahnsinn noch. Also wäre noch eine oder andere Herausforderung, wäre da noch kommen. Mhm. Wahnsinn. Gestern meine Dokumentation da über die Philippinen mir reingezogen. Es ist Wahnsinn, dass da eine Armut herrscht. Ist unglaublich. Ja. Boah. Ist verrückt. Da werden wir auch noch hinkommen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ne, kann man sich echt nicht vorstellen, wie die da hausen und leben. Das ist Wahnsinn. So, 140. So, ich fliege gerade am Flugplatz Wharton vorbei. Lustig. Also, ja, lustig ist, ich hab langsam voran. Gerade das Gamepad erinnert dich gar nicht an beides fliegen. Das fliegt gerade mal mit Gamepad in der Luft hier. Das war witzig, echt. Ach, herrlich. Da unten ist die Autobahn, da kann man sich dann orientieren. Die führt 100 pro Richtung Edinburgh. Boah, die ist so herrlich gemütlich hier. Ja. Ich habe auch mal nicht die ganzen Pinne hier auszumachen, dann sieht man halt nichts mehr, dann weiß ich gar nicht mehr, wo du bist. So ein bisschen der Nachteil, ne? Hast du die Orientierung nicht mit der Maschine. Southwait. Vorteil ist, man sieht dann halt die Orte und auch die Airports, die da näher sind, ist schon ganz gut. Meter hast du jetzt noch? Zeigt er dir das an? Nee, ich habe leider keine Stecknadel an, aber es ist noch ein Stückchen. Bin erst losgeflogen. Wie orientierst du dich denn jetzt? Also wie machst du das denn jetzt? Du hast die jetzt aus bei dir alle, oder was? Kompass. Ich habe bei mir alles aus. Alles aus? Kompass reicht. Kompass, okay. Ich weiß, ich muss Richtung Norden und das Gute an England ist, das ist nicht besonders breit. So gerade da oben nicht. Und die Kompassnadel zeigt mir an, dass ich auf 359 Grad eigentlich fliegen soll, also leicht rechts versetzt nach Norden und so fliege ich da mal. Ach so, oben links, also wenn man in der Außenansicht ist, die Kompassnadel, wenn man vorher eingegeben hat, den GPS-Kurs, dann zeigt die an, wo man lang muss. Die zeigt den nächsten Waypoint an, ja. Ah, okay, das ist natürlich gut. Okay, und wie schätzt du das dann ab? Woran siehst du dann, wenn du dann angekommen bist, dass der Airport dann da ist? Wie orientierst du dich? Ich suche optisch den Airport, wenn ich den sehe, habe ich ihn gefunden. Okay. Also ich bin auch schon mal eine 8 geflogen über ein großes Gebiet auf der Suche nach dem Airport. Ja, aber jetzt muss ich mir mal bei dir nochmal drüber angucken, weil es ist ja schon irgendwie ein bisschen tricky, weil du musst ja dann wissen, ist das jetzt hier die Stadt oder ist es hier nicht die Stadt? Genau, ja, da, ganz zum Schluss nämlich, wenn es gar nicht anders geht, nehme ich die VFR-Karte. Da sehe ich ja dann, ob ich in der Nähe bin. Und ah, okay, stimmt, halt die könnte man ja auch noch dazu schalten, richtig. Ja. Und bis dahin nehme ich mein Handy tatsächlich Google Maps. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel den nächsten Ort gebe ich ein, Little Singleton. So orientiere ich mich tatsächlich mit Handy und schaue dann, wo ich ungefähr bin. Und ja,
So mache ich das. So komplett ohne, ohne ihn das da im Ring zu lassen. Du bist echt ein Fuchs. Das finde ich cool, ne? Ist nicht schlecht. Dann hat man diese ganzen Stecknadeln nicht mehr, so diesen ganzen Rotz, ne? Mich nervt einfach nur diese eine fette Stecknadel immer mitten im Bild. Auch wenn du zur Seite guckst, siehst du immer diesen scheiß hässlichen blauen Punkt. Der geht mir echt auf die Nerven. Ja. Ja, diesen einen blauen Punkt, richtig. Der ist immer da, weil er dir immer die Richtung anzeigt. Ob du jetzt so bist oder so bist. Genau. Ganz genau. Probiere ich jetzt mal aus. Ich mach das auch mal aus. Ich will das auch mal wissen jetzt. Weil so ein bisschen, wir haben jetzt, hast ja gemerkt, ein bisschen nervt einen das ja auch, diese Geschichte. Warte mal. Also es ist erstmal wirklich... Komisch, oder? Ja, ja. Es fehlt aber nicht. Man denkt so, Gott, du bist auf richtigen Kurs. Dann fängst du an zu suchen. Guckst dir die Karte an, guckst auf die VfR-Karte, ja. Guckst auf den Kompass, bist da am Suchen. Cool bleiben. Unter was gerade ist in der das Maschine, denn? Du bist so langsam, da passiert nicht viel. Unter Navigationshilfen, oder was? Route genau, und... Navigationshilfen. Ist das Route genau, und Wegpunkte aus, ne? Ja, genau, der ist das. Aha. Und Ausrollband hast du auch aus oder lässt du das an? Das lasse ich an. Wenn ich richtig lande, dann das macht dann Spaß, weil dann siehst du den blauen das Ausrollband. Ja, stimmt, das ist das Ausrollband. Und Landefahrt lassen wir aus. Das ist ja, dann zeigt er dir auch an, wie du richtig optimal reinfliegen würdest. Aber gut, dann machen wir auch selbst. Ja. Handarbeit. Aber dann, und die Stecknadeln, kriegt man die auch irgendwie aus? Das sind die Sehenswürdigkeiten. Das sind die Städtemarkierungen hauptsächlich. Also Sehenswürdigkeiten lasse ich an. Wahrzeichen? Städtemarkierung mache ich normalerweise aus, ja. Also Städtemarkierung? Wahrzeichen lässt du an. Aus, Wahrzeichen lässt du an. Was ist mit Flugplatzmarkierungen? Die lasse ich auch an, weil das brauche ich einfach, weil dann sehe ich, wenn ein Flugplatz in der Nähe ist, wenn ich mal sage, hey, ich muss mal runter, weil ich jetzt nochmal weg muss oder so. Aber gut, dann wird er mir ja auch Edinburgh, auch so dann siehst du ja auch Edinburgh. Wenn er den drin hat, dann zeigt genau. Er dir den an. Also den einlassen. Und Fauna, das sind für die Viecher und so, das kann man auch, na gut, das ist eh wenig. Lasse ich auch an, ja. Das ist eh nie was. Also Städte hast du ausgemacht, damit er dir nicht immer andauernd die ganzen Städte anzeigt, wie sie heißen, okay. Also jetzt hier habe ich sie an, weil hier ist es zum einen einigermaßen übersichtlich und zum anderen hilft es mir beim Orientieren. Okay. Als du da in Dubai unterwegs warst, da war ja alles blau, da mache ich die Dinger aus. Okay. Jetzt hier geht's, weil es mich auch interessiert, wie die Kaffeechen heißen, weil, wenn ich keine Ahnung, jetzt kann dann über irgendeinen Ort fliegt, den ich eigentlich kenne, aber ich erkenne ihn hier nicht, fände ich es schade. Also sehe ich es dann wenigstens. Okay, das geht in erster Linie dann oben unter diese Route und Wegpunkte, Navigationssymbole überlagert. Ah, okay. Die hast du also aus. Ja gut, dann speichern wir mal. Und dann gehen wir wieder zurück. Fortsetzen. Okay. Jo, stimmt, jetzt ist das da vorne weg. Jetzt hat man hier zwar die ganzen Stecknadeln noch, die Cities, die Städte hier heißen. Aber ja. dieses Time Approach ist jetzt dieser weg. Dieser nervige blaue Pfeil ist halt echt weg. Jo, der ist weg. Ah, okay. Und hier für Liverpool musst du halt auch nur eigentlich nur nach Norden, für Edinburgh musst du eigentlich nur nach Norden fliegen. Genau, und meine Kursnadel, die kann ich dann korrigieren, den Kurs. Immer, dass die auf dem roten Bereich ist quasi. Genau. Beziehungsweise so eingestellt ist, was der Kurs sagt. Kurs 000 habe ich hier, also ein Kurs von 3, 5, 6 kann man auch sagen, rein theoretisch. Okay. Hm. Okay. Da ist ungewohnt, aber okay. Why not? Also, es ist erstmal sehr ungewohnt, aber man gewöhnt sich schnell dran. Ja. Und mir macht es halt mittlerweile auch echt Spaß, ohne das Ding zu navigieren, wirklich mal zu gucken, okay, in was für einem Ort bist du jetzt, guckst du mal auf der Karte, wo bist du, da hast du ein bisschen was zu tun. Gerade in der U hast du ja ohnehin gar nichts zu tun eigentlich. Das stimmt. So hast du so ein bisschen. Gut, du kannst dann auch gucken, Long Park, wenn du den Ort hier siehst, den jetzt siehst, dann sagst du ein, wie viele Kilometer ist er noch weg von Edinburgh? Kannst du auch von Hand eingehen. Rein theoretisch. Ganz genau. Okay. Da, so hast du bei dem Approach, dann siehst du immer natürlich, aha, ich habe jetzt noch 50 Kilometer, rein theoretisch. Genau. Das ist halt, klar ist hier diese Navigationsnadel ist schon ein ordentlicher Vorteil, also es hilft einem auf jeden Fall, aber wie gesagt, mir ist es zu sehr im Weg. Ja, sie sind im Weg. Und was nutzt du jetzt, Google Maps oder was dann? Dann gehst du auf Google Maps? Jo. Mach ich jetzt auch mal. Bin jetzt beim Cuff Overton und schau, wo das ist. Achso, ich gebe jetzt mal hier so einen Cuff ein. Smithfield. London, da Grand Avenue, Smithfield. Dublin, Irland. Ne, das sollte. Ne, muss man sich gucken, wo man jetzt ist, ne? Smithfield Street, wo ist das denn? Ne, das ist die Smithfield Street. Da muss man aufpassen, dass man nichts Falsches eingibt. Das ist man nämlich ganz woanders. Ganz genau. In London City. Ist ein bisschen Arbeit. Ja. Deswegen habe ich mich auch verflogen auf dem Weg nach Stonehenge. Da habe ich mich auch scheiße gebaut. Gut, ist aber realistisch. Aber echt, hast du das auch nicht, den ganzen Scheiß? Das gibt's im wahren Real Life nicht. Wie heißt denn der Ort da? Und Kirklington. Gut, daran kann man sich noch ein bisschen orientieren. Zum Beispiel, ich habe es mal geschaut, Lake District, das sagt mir auch was, sehr geil, dass diese Hügellandschaft vor mir ist, aber das wird lustig, das macht Spaß. Schön.
Okay, jetzt bin ich richtig. Und dann sehe ich nämlich, aha, ich bin auf einem guten Weg nach Edinburgh. Du kannst ja auch nach Straßen navigieren. Du kannst jetzt hier oben rein, theoretisch kann ich mir rechts hier die, Nach der kann ich M6, ja. nach der A6, nach der A68 für mich jetzt M6. weiterfliegen? Ja, die Okay. A, ja, bei mir, ich bin schon ein bisschen weiter weg wie du. Ich könnte jetzt Richtung A68 fliegen, die müsste hier rechts sein. Und der Und folgen, die ja. ist dir immer folgen, bis in Edinburgh. Ich Ja, suche so, die. das macht halt Laune so ein Ich bisschen. Und du suche hast halt die. diesen hässlichen Punkt nicht mehr im Weg. Ich suche die jetzt mal hier, obwohl ich kann jetzt auch einfach sagen, ich fliege straight geradeaus. Ich komme so, wie ich jetzt bin, laut dem Kurs. Jetzt sagt er dir oben auch an, man kommt da hin automatisch. Da kann man nicht vorbeifliegen eigentlich. Ja, geil. Na gut, das kann man hier alles machen mit dem Flusi. Was hat er gemacht? Closed. Sehr schön. Ja, ist cool. Dann weiß man auch mal, wie die Autobahnen heißen. Da kann man mal gucken. Aha. Die 68. Benutzen ja heutzutage alles über Apps. Das wird ja alles über Apps gesteuert. Dann hast du die App. Skydemon App zum Beispiel ist noch eine Flieger-App. Die wird gerne benutzt. Habe ich es richtig gesehen? Es gibt tatsächlich eine Flusi-Zeitschrift? Eine richtige Zeitschrift anscheinend. Ja, es gibt von GameStar, die haben da eine schon mal zwischendurch. Kannst du im Abo kriegen, aber pff, ich habe eine hier liegen gerade. Ich habe mir die mal geholt, aber was hat die gekostet? Weiß ich nicht, 8 Euro, 9 Euro oder sowas. Und da war so ein Poster drin gewesen von der U. Okay, cool. Jo. Nicht der U-Fan. Ja, war Zufall gewesen. Das war, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, dass ich immer fliegen werde. Aber ist okay, das Magazin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das nochmal holen würde unbedingt. Vieles kannst du ja auch aus dem Netz raus, ne? Nur untereinander hier. Schreibt der hier, der Kollege? Na toll, gerade Lake District, gerade da, wo die schönen Berge sind, da fangen die Wolken an. Ey. Schade. Aber der geht vorbei. Danach wird besser, bleibt wolkig, aber die Untergrenze ist, also ich habe hier alles klare Sicht. Unter 2,5 bleiben fertig. Jetzt muss ich mal gucken. Ich gucke mal, sehe ich da die Autobahn? Nein, der ist schon weit weg. Ich halte einfach mal den Kurs. Aber man muss zwischendurch natürlich mal auf seinen Kurs achten, dass man da nicht irgendwie scheiße bald. So. Doch mal links halten. Ja, so weit kann es ja nicht mehr sein. Hat wirklich Spaß, also unscheinbar, ich habe echt mal Spaß, um die Gegend anzugucken. Allerdings glaube ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste das hier über der Sahara machen, weil ich bin ja auch mit der Spitfire über die Sahara geflogen. 800 Kilometer, oh mein Ah, das ist schon heftig, Gott. das Nie sieht's. wieder. Das Nie wieder. ist heftig, das sieht sich, da ist ja sonst gar nichts. Da gibt es auch wirklich nichts zu Ne. sehen, das ist echt. Also ich versuche es jetzt auch mal nach, wie gesagt, hier nach Amerika zu bringen, Richtung, wie wollt ihr jetzt hochfliegen, Richtung komplett England Ja, hoch? Richtung, ja, und dann rüber Richtung Dänemark, weil ich den Abschnitt will ich auch noch mitnehmen, mit den ganzen Fjorden da oben. Das möchte ich mir noch anschauen. Also man könnte theoretisch von England jetzt dann oben, ich weiß gar nicht, wie die Insel heißt, Kommen wir denn von hier nach nach Dänemark rüber? links Was rüber. haut das hier hin, geografisch? Ja, ganz rüber Richtung Norwegen, Dänemark, da die Ecke. Ich drücke immer die falsche Taste. Google Maps da. Warte, ich mach die Karte mal groß. Warte mal, da sind Halt nach wir in Skandinavien, was für ein Schottland. Kraftausdruck nimmst du? Schottland. Warte mal. Aber Du hier. nimmst die nördlichste Ecke. Aber du kommst doch hier. Dänemark, dann wäre ja nochmal. Wenn du jetzt wirklich vorhast,
Ach so. Ein paar Meter zurück, ja. Da bist du ja ganz rechts rüber wieder, das ganze Stück. Da fliegst du ein ganzes Stück über Wasser, ne? Ja. Also, ich würde also Richtung Norwegen. Entschuldigung, nicht Dänemark, Norwegen. Norwegen meinst du? Norwegen rüber. Norwegen, ja. Oh, das ist auch noch ein Stück. Oder was halt die kürzere Variante ist, halt über Island. Ja. Also ich. Über Nordwesten. Das macht zwar mehr Sinn, aber ich weiß nicht, eigentlich wollte ich mir das mal anschauen. Das Problem ist jetzt, was ich dir jetzt schon sagen kann, ist, wenn du das vorhast mit Norwegen, was ich nicht machen werde, ist aus dem einfachen Grund, weil es da um gefühlt 2 Uhr mittags dunkel ist. Jetzt um die Winterzeit. Wenn ich das so angucke, hat man dann auch noch das Problem, dass man da aus einen richtig langen Weg nach Grönland hat. Das ist es. Das mache ich nicht. Das nee. Lohnt sich nicht. Leider dann nicht. Geht's noch, nee, dann geht's. Dann gehen wir über Island. Ja. Hast recht, gehen wir über Island. Das ist sonst zu krass, leider. Ich plane Schweden, ja. Norwegen, Finnland auf dem Rückweg mit der Spitfire ein. Ja, wollte ich sagen, das kann man später mal machen, noch richtig. In dem Fall wegen der Dunkelheit dann da oben, ist das echt blöd. Ja, und das Stück alleine... Dann geht's halt über Island, ja. Ja, ich guck mal, da ist Färöerinseln. Dass wir uns zu den Färöerinseln hangeln. Und von da aus dann und Island. Island. Und dann von Island haben wir nochmal eine Durchstrecke rüber nach Grönland. Da muss man auch noch gucken, dass wir da irgendwie rüberkommen, schnell. Ja. Gut. Dann müssen wir Grönland hinter uns bringen. Wird auch so eine öde Geschichte. Oh ja, wird etwas öder werden. Aber jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier keinen Treffer habe. Aber dann irgendwie rüber gucken, dass wir da einen guten, passenden Fähig finden. Und dann sind wir ja schon in den USA fast. Also Kanada oben. Ja. Geil. Ja, wird lustig. Oh. Erstmal, also wenn wir erstmal dort sind, wird es auf jeden Fall spaßig. Aber der Weg dorthin ist halt echt... Erstmal unschön. Der ist ein bisschen heftig, ja. Aber komm, was soll's. Nur die harten kommen im Garten. Ganz genau. Durch. Und stirbt nur einmal. So ist es. Das ist echt komisch, ohne Orientierung zu fliegen. Ein bisschen. Das ist crazy. Mhm. Das ist geil. Gut, man hat also ja die ersten Kopf Stunden an. Sind echt seltsam. Ja. Das ist wirklich. Man ist es einfach gewohnt. So ist es. Weil du gleich denkst, hä, warte mal, wo bin ich jetzt hier ungefähr? Aber macht jetzt irgendwie nicht. Was ist jetzt die Kompassnadel? Kurs 0,0, dann halten wir den jetzt einfach. Wird schon passen. Boah, die Wolken hier, alter Schwede. South Street, oh, mal gucken, wo der ist. South Street, der müsste ich ja schon richtig sein. South Street. South Street. Ne, da bin ich in den falschen Ort eigentlich. Da bin ich jetzt ganz woanders gelandet. Das war nicht gut. South Street. South Street. Okay, South Tree, okay. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mal so einen Wahnsinnstour mache, da ich wirklich eine Nachtschicht einlege. Das kann durchaus passieren, so wie ich mich kenne, dass ich einfach sage, bumm, Kurs Westen, Kanne Kaffee, neben meinen Fernseher laufen lassen, dann fliege ich dann 4-5 Stunden einfach nach Westen, bis ich in Amiland bin. Vielleicht passiert das. Achso, du meinst mit der Maschine jetzt einfach wirklich dann, einfach lass sie laufen, voll, also die ist ja eh voll getankt und dann rüber. Okay. Kurs nach Westen und dann gib ihm, also. Mal gucken. Bist du hier gelandet, ey? Das ist Glasgow, ne? Das kann nicht sein. Ich dachte, ich will nach Glasgow hier rüberkommen. Okay. Aha. Scheiße. Und du bist ja mit dem Kompass oben so halbwegs sicher, dass der, wenn der sagt Kurs 0,0, bei mir sagt er 0? Der stimmt. Dann stimmt der Kurs auch, ja, okay. Der stimmt, ja. Muss das ja richtig sein, eigentlich. Scheiße. Also bei mir ist der Kurs 359, also im Prinzip auch 0,0. Das passt schon. Dann passt das ungefähr, ja. Boah, ist das gut, dass es hier wirklich so... Ja gut, dann wirklich eine Kanne Kaffee, aber da brauchst du viel Kaffee für. Wenn du das 4-5 Stunden durchhalten willst mit der Maschine, ist schon mal... Ja gut, du kannst den Autopilot ja dann irgendwie nutzen. Ja. Ah, ich habe das mal ausprobiert. Bei mir passiert es aber auch, dass er dann in Standby geht nach einer Weile, wenn der Controller nicht bewegt wird. Ah, okay. Also da haben es die PCler besser. Ja, ich weiß auch nicht so. Das ist dann doof. Dann ist Schluss. Dann bist du plötzlich, hast du dann dieses Bild. Dann fliegt er ja nicht weiter. Dann Pausenmenü. Bist wie so ein Pausenmenü drin. Pausenmenü. Genau. Ja, das ist scheiße. Das heißt, du kannst doch nicht mal ein großes Nickerchen machen. Pennst du dann ein, bist du irgendwann im Pausenmenü. Aber bist du nicht groß weit gekommen.
Ja. Ja, ich glaube auch, ich werde die etappenweise fliegen. Also mit dem Wasserweg, wenn du da einmal, das ist schon heftig. Ich mache das da mit Grönland und so, das ist bestimmt ganz nett. Ein oder anderen. Werde ich auch so machen, vor allem, weil ich es auch sehen möchte. Ja, eben, dann hat man das ja mitgenommen. Beim Wasser siehst du ja nichts. Nehmen wir es mit und gut. Färöer ist bestimmt auch mal schön, dahin zu sich zu hangeln, das ist schon cool. Kann auch nicht jeder sagen, dass er da war. Färöerinseln. Edinburgh Approach, ich kann gar nicht so falsch sein. Ich glaube, ich bin hier ganz gut. Es sagt Edinburgh Approach gerade hier im Funk. Ach, sehr gut. Das ist schon mal gut. Den Weg. Ja. Hast es nicht mehr weit. Nee. Hoffen wir mal das Beste hier. Die haben ja auch so komische Namen für die Orte. Katzgeläut, das kann man gar nicht aussprechen. Ja, das ist Katzkloik. Walisisch. Das ist Okay. Walisisch, das ist diese komische Sprache. Heftig, da ist ein Ort, der heißt Haas, den kann man einfacher eingeben. Was? Scottish Center. Lockrick, Skelwith Bridge, schon interessanten Namen, ja. Heftig. Müssen wir aber hier ein bisschen Höhe gewinnen, oder wir fliegen durch diese kleine Schlucht. Na, was machen wir da wohl, ne? Durch Wird schon passen. die Schlucht natürlich, ne? Natürlich. Also sicherlich. Und die Orte schnallt Google da nicht. Upper Hintop. Brynäs Village, okay. So, hast du da gefunden? Das gehört zu Newcastle. Okay, wo bin ich denn dann hier ungefähr? Ja doch, sieht gut aus. Da ist der Ort, dann bin ich so ein bisschen weg davon. Das ist okay. Ich bin jetzt bei Der hier Up. sieht geil aus. Okay. Hawick. P plus. Was sieht geil aus? Hier ist so ein grüner Hügel, auf den ich gerade drüber Okay. gleite. Das sieht echt Hammer Cool. aus. Total zerklüftet. Krass. Ach, Google ist schon eine geile Hat sich echt Mühe Suchmaus. gegeben. Ja, haben die sie auch wirklich. Das ist echt gut gemacht. Planet Light, was ist das denn für ein Ort? Was ist der denn? Ich muss erstmal Livingston finden, dann kommt Livingston. Upper Hindhope. Da. Ah, da sind wir also. Okay. Warte mal, wenn da jetzt der Ort Upper Hindhope ist, dann müsste ich mal rüber nach links und zu dieser Autobahn jetzt kommen. Dann müsste die ja links von mir sein, rein theoretisch. Wird es auch sein, wahrscheinlich. Die A6, A68, die suchen wir jetzt mal eben. Okay. Turbulenzen hier in dem kleinen Loch, okay. Die Wälder und alles. Sieht Hammer aus hier, echt. Sieht richtig Hammer aus. Chateau ist der nächste Ort. Wie mehr weit weg sein jetzt eigentlich? Chateau, Chateau, Chateau. Ja, das Wetter spielt hier noch gut mit. Wir haben noch Riesenglück, dass er zwar dick bewölkt ist, aber unter uns hier nichts ist, weißt du? Unter 2.500, 3.000 Fuß passt das. Ja. Echt gut. Da ist der Ort Chateauhowgate. Sonst lass so die Maschine und dann gehen wir mal Howgate ein. Howgate ist 4 Kilometer weg von uns. Das ist
Hammer hier, ehrlich. Ganz richtig, richtig cool hier. Ich fliege gerade durch so ein Loch, nennen die das ja, diese Seen hier, die in Tälern liegen. Sieht Hammer aus. Ich habe gerade eben erwischt, ich habe tatsächlich den Mund offen. Das ist echt schon cool, geil. Das ist gut. Bin nämlich, ohne es zu merken, ein bisschen abgetrieben Richtung Felswand. Okay. Also Richtung Berge. Muss aufpassen. Das ist schon genial. Vor allem, der Flusi, da kannst du stundenlang so dran sitzen. Das macht einfach Spaß. Das ist einfach gemütlich. Das ist cool. Ja. Fliegt ja seit, weiß nicht, seit Ewigkeiten schon, seit, weiß nicht. Bin dann damals mit dem FS 2004 mehr oder weniger richtig eingestiegen. Dann FSX. Schon lange. Ja, schon ewig. Einige Jahre. Flusi-Erfahrung auf Buckel. Nicht mehr, kann nicht mehr weit weg sein, also. Da gibt's einen Ort, der heißt More Battle. Das ist auch witzig. More Battle ist auch gut. More Battle. More Battle, hey, gut. Aber die Schotten sollen ein ganz lustiges Völkchen sein. Ich war leider noch nicht da, aber ich möchte unbedingt mal nach Schottland, möchte ich auf jeden Fall mal. Ich mach richtig Bock drauf. Steht auch noch auf meiner To-Do-Liste, ja. Mit dem Motorrad mal. Cool. Alles Edinburgh, Linden, Cambridge. Gibt so viele Orte teilweise denn hier? Ist das hier mal wahrscheinlich? Das ist ja schon vor Edinburgh, das muss. Zum Cockpit rein. Ich suche immer noch die Autobahn. So, ist ein schöner Aufkurs. So passt das. So gefällt das, Daddy. Fliegst du Außenansicht gerade? Oder? Jetzt nicht mehr. War gerade eben mal kurz drin, um zu gucken, was die Kursnadel sagt. Aha. Sieht alles top aus. Genau dran. Ich korrigiere jetzt auch nochmal wieder Richtung Kurs hier. Eckfort, dann nehmen wir den mal Eckfort ein. Man ist wirklich mehr mit dem Handy da dran, also man guckt dann schon so ein bisschen, wo man hier ist. Das ist schon geil. Da unten. What? Ja, wie gesagt, das Navigieren macht eigentlich mehr Spaß, wenn die Nadel nicht da ist. Außer bei der Flugplatzsuche kann es echt mal nervig werden, aber insgesamt macht es so mehr Spaß, das Fliegen. Ja, ja, fordert einen mehr. Definitiv. Ja. Weil du dann schon mehr guckst. Warte mal, hier, wo bin ich jetzt und so? Alle Fälle. Kels ist da vor mir. War da nicht gerade Roxburg? Da musst du doch nicht auch irgendwo sein. Wo ist denn der Ort jetzt schon wieder? Da, der ist vor mir. Ach, guck mal, da bin ich. Okay, check, warte mal. Jetzt navigiere ich ein Stück nach links rüber. Ich möchte jetzt diese A68, die muss ja hier dargestellt sein im Flusi. Dann folge ich der einfach dieser Autobahn die ganze Zeit. Das ist die Orientierung schlechthin. Geh mal ins Cockpit. Wo ist denn diese Straße? Ah, jetzt fliege ich in der Suppe. Oder irgendwo so rein. Ja, und auch hier geht die Sonne langsam unter. Da ist auch noch ein Örtchen, was wir suchen. Nisbet heißt der Ort. Nehmen wir mal Nisbet. Da liegt Nisbet. Ah, da, okay. Also weiter noch rüber.
voll in der Suppe, ey. Ja, klärt sich wieder auch gleich. Bonnierwart haben wir daneben. Da ist Bonnierwart. Und bei Bonnierwart müsste auch die Straße zu sehen sein. Flieg mal nach Bonnierwart. Ich fliege jetzt gerade tatsächlich ein bisschen in der Außenansicht rangezoomt an den Flieger ein bisschen. Sonst kann man hier schön ein bisschen was sehen. Ja, so ist mehr zu tun, definitiv. Für Faule ist wirklich die Navigationsnadel easy, aber so ist, so ist ein bisschen mehr Action hier. Ich bin bei Brocklebank, wo wir das jetzt sehen. Brocklebank, das ist ein cooler Name hier. Aber da unten ist doch keine Autobahn, das ist doch ein Fluss, oder bin ich jetzt... Ich glaube, ich habe die Straße aber gefunden, das könnte die sein. Ja, da ist... Fuck, ich habe erst einen halben Weg geschafft. Okay. Du könntest im Dunkeln ankommen wahrscheinlich, vermute ich fast. Ja, ich muss dann mit den Hunden raus in der nächsten halben Stunde. Ich glaube nicht, dass eine halbe Stunde reicht, um da hinzukommen. Ich bin genau auf dem halben Weg. Wie lange fliege ich denn schon? Okay. Mal gucken. Vielleicht schaffe ich es nicht ganz bis Edinburgh. Ich drücke dir trotzdem die Daumen. Wäre natürlich cool, wenn du da ein bisschen hinkommen würdest schon mal. Wäre schon mal ein Stück geschaffen, gutes. Hier ist eine Straße da unten. Der fliegt, folgen wir jetzt einfach mal. Ein bisschen tiefer mal gucken, wie ich aus dem Nebel rauskomme. Da gibt es eine Stadt, die heißt Newton. So, die gehen wir jetzt mal eben ein. Denholm, Denholm. Muss der Ort da hier sein oder nicht? What? Man muss trotzdem ein bisschen aufpassen, dass man sich hier nicht verfliegt, Alter. Da will ich die Orientierung verlieren. Ja, wie gesagt, da helfen die Namensschilder von den Orten schon erheblich dabei. Ja. Ich hab's mal versucht ohne, aber dann ist es halt echt schwierig. Da gehst du am Stock. Da gehst du am Stock. Es geht schon, aber es ist halt schwieriger festzustellen, wo man genau ist, selbst wenn du die VfR-Karte anmachst. Ja. Mit den Orten ist es halt schon einfacher auf Google Maps nochmal gucken. Da kannst du auch zur Not eingeben, Route nach Edinburgh, dann kriegst du zwar die Autoroute angezeigt, dann weißt du trotzdem ungefähr, wie viele Kilometer es sind. Ja. Weil ich bin hier schon wieder ein bisschen sogar vom Kurs abgekommen. Ich korrigiere den jetzt mal wieder. Ich gucke jetzt mal auf der VfR-Karte mal generell nach, wo bin ich hier überhaupt? So. Mach auf da. Oh, ich bin aber auf einem guten Weg. Ja, der Westwind drückt mich immer ein bisschen rüber. Clerklands.
bin kurz vor Edinburgh. Clearlands. Wo ist der Ort Clearlands? Wo bin ich hier? Manche kleinen Mistorte, die werden ja gar nicht angezeigt. New Belsis. Sind so kleine Ortschaften hier, ne? Ja. Sind wir da auch jetzt schon wieder? Gerade hier in England ist es aber oft so, dass du einen Ort eingibst, einen Namen, und den gibt es dann fünfmal in England. Das haben ja, das habe ich auch schon gemerkt. Dann, was ist hier los? Richtig. Da ist ein Airstrip und mittlerem Airstrip. Okay, schön. Oh, Springfield, hier wohnen die Simpsons. Geil, yes. Waren die nicht aus Amerika? Tja, wahrscheinlich bin ich schon in Amerika, ich hab's gar nicht gemerkt. Jo. So schlecht wie ich navigiere, wäre das durchaus möglich. Ach Mann, ehrlich, also heftig. Ach, heftig, heftig. Aha, da kommen wir jetzt mal in eine etwas größere Ortschaft. Melrose, ah, das hab ich vorhin gelesen. Melrose Place. Melrose, genau, da hab ich gelesen. Vereinigtes Königreich. Sehr gut. So, da ist jetzt Melrose. Fliegen wir mal nach Melrose rüber, weil da muss dann auch die Autobahn sein, rein theoretisch. Melrose Abbey. Wo habe ich das jetzt gelesen? Da. Ich versuch's, Schatz. Das könnte klappen. So, sag mal, nimm mal die Maus. Okay, dann muss ich jetzt nur ganz kurz hier nochmal nach links schwenken, weil hier ist Lockerbie. Okay. Müsste hier sein. Birdston. So, ich bin jetzt genau über Earlston, Vereinigtes Königreich. So, und da ist auch direkt die A68 unter mir. Das ist die Straße da, und ich hab sie. Jetzt hab ich sie endlich mal gefunden. Autobahn. Verdammte Axt, ey, ja. Ich suche jetzt auch hier eine Autobahn, die führt dann direkt nach Lockerbie, wo ja dieses Unglück damals war. Wo die 747 doch gesprengt wurde. Wer wurde gesprengt? Sorry, mein Gamepad war wieder kurz weg. Sorry. Damals hat er die RAF, glaube ich, eine 747 gesprengt. Die ist doch dann in Lockerbie abgestürzt. Ah, da war das. Ja, stimmt, Lockerbie. Irgendwas sagt das. Das war in diesem E-Day-Folge-Alarm im Cockpit, wurde, glaube ich, haben sie nochmal gezeigt. So, ich pack das Handy jetzt weg. Jetzt wird hier nämlich die Autobahn hier unten als Referenz. Geil ist natürlich, wenn die dann auch so bewaldet ist hier unten, dann siehst du die gar nicht. Muss genau hingucken, immer von oben auf die Vogelperspektive schauen. Und ein Stück daneben fliegen aus dem Cockpit heraus. So kann man es natürlich auch machen. Warte mal, wird ja in echt auch nicht anders gemacht werden. So. Nicht anders gemacht werden. Alter Schwede. Guck mal da aus dem Fenster raus.
sehen muss. Das ist ziemlich voraus. Da ist die Autobahn, jetzt habe ich sie direkt unter mir. Haha, sehr schön. So ein bisschen versetzt daneben herfliegen passt doch. Geil. Bundeswag. So fliegen komme ich hin. Ja, alles klar. Da vorne müsste dann locker wie sein. Locker wie das Auge, das ist halt so eingefallen, das ist noch. Auch nicht schlecht. 747. Ich hab mal wieder Bock auf eine Mayday-Folge. Ich muss mal gucken, ob die neu, ob da mal wieder ein paar neue zugekommen sind mittlerweile. Oder ich meine aber, ich weiß gar nicht, ob die Dreharbeiten nicht eingestellt haben, ob die abgesetzt wurde, die Sendung. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Hab die früher alle gesuchtet, die Folgen. Kennst du die? Wenn ihr lange guckt. Ja, klar. Voll geil. Voll geil. Die NTSB. Oh, mal die Außen. Boah, du verlierst die Straßen total schnell aus dem Auge, teilweise. Ja. Geht total schnell. Boah. Ich bin wahnsinnig. Also geht's dir auch so? Das ist, dann bin ich ja schon mal beruhigt. Naja, das ist. Ich orientiere mich schon gar nicht mehr nach Autobahn, weil das ist, da guckst du einmal kurz weg, dann mach den Schlenker und schon bist du wieder auf der Suche. Scheiße, klar. Was ist dein Tipp? Nur Orte oder was? Ich orientiere mich nur nach Orten, ja. Nach Orten, okay. Kann sagen, mit der Autobahn. Ich sehe das auch gerade. Das ist einfach zu real dargestellt, alles schon wieder. Ja, dann hast du eine Abzweigung. Weißt du, ist das jetzt die Autobahn? Ist das die nächste? Richtig, du bist wahnsinnig. Okay, das lasse ich jetzt auch mal. Das ist auch in Afrika passiert, wo ich im Nil nachfliegen wollte. Da bin ich auch tatsächlich einem falschen Nilarm nachgeflogen und das dann auch in die falsche Himmelsrichtung. Also dann im Norden. Scheiße. Schnell passieren. So, jetzt guck ich mal nach. Batterien des Controllers sind fast leer. Na super. Lauda, das muss jetzt auch reichen. Lauda. Meine Hunde werden unruhig, das heißt, ich werde meinen nächsten Landeplatz suchen. Und erreiche Edberg heute nicht mehr. Nur macht nichts. Ochsen ist der nächste. Ja, gut, dann geht's halt runter. Ist ja auch nicht schlimm. Carefree Mill, der nächste Ort. Ich kämpfe immer. Vor allem, das sieht hier auf Google noch so nah aus. Es sieht sich jetzt gerade wie Sau nach hier die letzten paar Meter irgendwie. Oxton. Wo ist denn Oxton hier auf Google Maps jetzt schon wieder? Mann, ey, der ist ja hier Gnoll. Mann, wir fliegen ja schon volle Pulle. Ah, das kann nicht mehr, ist nicht mehr weit weg. Oxton ist da. Tja, hier sind wir jetzt aber Lockerbie. Ich hab noch so ein Flugplätzchen. Ein Flugplätzchen da irgendwo. Ja, mit sicher. Ja. Obwohl ich jetzt hier relativ wenig gesehen habe an Flugplätzen. Aber. Da wird noch was kommen. Ja. Aber die haben wir aktiviert, die sind ja aktiviert geblieben, genau. Mhm. Oh, hier kommen ganz viele Windkrafträder gerade. Sieht gut aus. Ist auch super gemacht. Gilston ist voraus. Was ist denn Gilston? Das kann. Gilston. Also, Schatz, die nächste Landebahn nehme ich. Jetzt gucken wir, wann einer kommt. Der gar nicht in Google, gibst du die ein? Gilston. Black Shield, okay. Black Shield. Naja, das sind ja nicht.
Aha, da ist wieder die Straße auf jeden Fall da unten rechts, okay. Jetzt bin ich auch an Newton vorbei. Okay. Du warst doch auch vor ein paar Minuten noch gewesen, oder? Ja, du bist ja schnell unterwegs, irgendwie, glaube ich, so, ja. Newton, ja, vorhin habe ich irgendwas von Newton, ja, vorhin, ja. Du bist nach mir Kann ich, relativ. kann nicht das gleiche sein. Ne, Glaube ich ein nicht. anderes 100 Pro noch. Du hast locker 20 Minuten Vorsprung. Ja. Kein Flugplatz hier, nichts Sind aber gehabt. wirklich wenige, da hast du schon recht. Das sind nur Orte, kleine Nester, aber keine Airports. Ich da jetzt an Frankreich denke oder Spanien, Nordspanien. Ist voll von Flugplätzen. Bist du da schon viel geflogen? Norditalien auch. Ja, auf meiner Welttour bin ich da durch. Da hast du alle paar Meter, also so wie du jetzt hier Orte siehst, hast du dort kleine Flugplätze. Waren halt bedeutende Ecken gewesen im Zweiten Weltkrieg. Da hat halt jeder Ort seinen kleinen Flugplatz gekriegt am Ende. Dort gibt es echt viel, also in der Alpenregion gerade. Südlich der Alpen. Frankreich auch. Frankreich sind auch viele Plätze, sagst du? Musste mein Gamepad einmal switchen. Jetzt habe ich wieder. Ist auch geil, dann geht der komplett raus. Ja, hier ist gar nichts. Ne? Hier oben ist wahrscheinlich nicht so der unbedingte Bedarf. New Landrick. Was es hier für Orte gibt. Ich bin aber am Wasser. Da. Ah, guck mal hier, Wasser. Ah, sehr schön. Sehr, sehr gut. Oh, freut. Kann nicht mehr weit weg sein. Du bist immer noch nicht da. Ich dachte, jetzt, gut, nee, vorhin warst du nur im Funkraum, im Luftraum gewesen, ne? Ja, das ist nur der Luftraum, ja, der ist riesig hier. Ja. Ich bin jetzt Gorbridge. Ich bin vor Edinburgh, das ist jetzt nichts mehr hier. New Landing, Gorbridge. Middleton, Goss, Coxwell. Mayfield, das sind so viele Vororte hier. Cool. Freue mich da richtig auf Essen. Ich habe richtig Kohldampf. So, mal einen Tisch reserviert im besten Restaurant in Edinburgh. Okay. McDonald's oder was? Ja, wenn er. McDonald's, sehr, sehr lieblos nicht. Hey, es ist England. Gut möglich, dass McDonald's dort wirklich das beste Restaurant ist. Das weiteste Meckes, wo ich mal war. Ich glaube, Karibik, auf so irgendeiner Karibikinsel, da gab es auch eine ganz kleine McDonald's-Filiale. Okay. Da hatten wir so einen Kohldampf gehabt, da sind wir dann da hingegangen. Ich glaube, Hast du vorhin Curaçao. was von. Ja. Oh, krass, du hast vorhin was von Turbulenzen gesagt. Ich glaube, ich bin jetzt auch in dem Bereich. Ja, aber jetzt habe ich wieder Ruhe. Also hier in Edinburgh ist hier, dem Sektor ist erstmal nichts, aber sieht so cool aus. Round Stonefoot haben wir hier, der runde Steinfuß. Oh, East House gibt's. Aber hier merkst du direkt mehr Infrastruktur. Hier wirken die Städte auch wesentlich größer schon. Super aus der Luft, richtig geil. Macht wieder richtig Bock. Und die Uhrzeit hier, die Sonne geht ein bisschen schon unter die Wolken. Perfekt, das ist ein mega Bild. Ja, mir geht's, ich habe dunkle Wolken über mir, dunkles Grün unter mir Krass. und Wind dazwischen, also läuft. Scheiße, ich muss trotzdem gleich, ich möchte gleich nicht im Dunkeln, dann ich bleib vor hier unten bin. Hier ist ein Ort, der heißt Roswell. Oh, siehst du, Aha. wir sind doch in Amiland. Ja. Scheiße. Roswell, die haben eine Primary School. Ah, schön, ja, toll. Okay, da bin ich jetzt gelandet. Naja, einfach geradeaus fliegen. Irgendwann kommen wir an. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Heftig, Ach ne? Gottchen, komm, ich brauche einen Landeplatz, ey. Das Zwar. mit den Hunden ist so unberechenbar bei mir. Manchmal halten die ewig durch und jetzt fangen schon an hier rum zu nörgeln. Ja, ich finde ja auch Und die Hunde cool, Gassi. ja. Aber dann hast du halt wirklich Gassi gehen und dann, ja, ist so, ne? Flieg jetzt da hin. Ich glaube, ich fliege jetzt nicht über diesen Berg da. Ich fliege jetzt hier eine Rechtskurve. Obwohl, den hole ich zu weit aus. Das mache ich jetzt nicht. Ich kenne mich einfach nicht aus. Bleib jetzt auf Kurs. Ich muss jetzt da zusehen, dass ich zum Flugplatz komme. Milton Bridge, so ein Ort. Dann ist heute auch Feierabend fliegen.
ein Vereinigtes Königreich. Der Alte sitzt vorm Flugsimulator, ne? Was ist da los? Ja, und die wollen alle Gassi gehen. Ja, 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 ja. Das ist immer so, ne? Der Druck da so, ne? Ja. Ja. Aber da trainiere ich mich jetzt selbst halt cool bleiben, das hilft nichts. Ganz genau. Ich will jetzt nicht nochmal fliegen müssen. Nee, jetzt ruhig. Dann werde ich ganz. Ganz ruhig bleiben. Jetzt wichtig. Ich suche wirklich eine Landebahn, aber ich finde gerade keinen. Guck in Ruhe, da muss ja irgendwo muss ja was sein. Irgendwo kommt was, ja. Richtig. Im Zweifelsfall dreh jetzt den Autopiloten an, stell dir das Ding halbwegs auf Kurs und lass die Scheiße einfach fliegen. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja. Ich sag mal, du fliegst locker noch eine Dreiviertelstunde mit dem Ding. Ja, wie gesagt, nach Edinburgh schaffe ich es auf keinen Fall, aber. Das ja, sieht. Ich kann nur eins schon jetzt versprechen, wenn du in die Richtung kommst, morgen oder wann. Es sieht hammergeil aus, weil dann siehst du richtig die Stadt, wie die sich erhebt da hinten und so. Das ist richtig geil. Das ist ein riesen Pflaster hier. Ich habe schon überlegt, hier irgendwo im Feld einfach zu landen, Pause oder den Stream zu pausieren und dann später weiterzumachen, aber. Ganz sauber. Hier ist alles so zerklüftet, hier komme ich nicht runter. Oder komplett. Die Landschaft in ganz England, da bin ich drüber. Du nicht den Sim einfach. Geh doch einfach auf Pause. Nutze einfach die Pausentaste. Ja, das lässt aber mein Ego nicht zu. Das ist so wenn jetzt auf, mäßig, was wenn jetzt auf Pause gehst, findest du, obwohl, das ist ja mal, ja, jetzt echt, dafür ist aber auch ein Spiel, ne, letzten Endes. Die Freiheit musst du dir, muss man dir nehmen. Kann man sich auch nehmen, dann kannst du, dann gehst du in Ruhe Gassi, bringst die Hunde in Ruhe, dann kannst du nachher immer noch weiter, kannst du immer noch weiter fliegen, läuft ja nichts weg. Sei denn, jetzt zieht einer den Stecker und der Strom fällt aus, wird wohl nicht passieren. Ich mache mir eigentlich mehr Sorgen, wenn ich jetzt noch eine Dreiviertelstunde verstreichen lasse, ist es hier dunkel. Das hast du auf jeden Fall, dann hast du nochmal eine Herausforderung, ja. Deswegen wäre ein Landeplatz ganz gut, dass ich da von da aus dann einfach morgen weitermachen könnte. Ja. Ich bin jetzt bei dem Ort Morningside, der ist riesengroß, aber ich bin gleich auch da. Meine Frau schadet nämlich auch mit den Hufen wegen Essen, ich weiß es. Und da oben. Slateford. Ich bin jetzt in Slateford. Was ist denn das für ein Ort? Wo ist der? Ich bin Kapperkloch. Kapperkloch? Kapperkloch. Kann auch wieder sprechen wollen. Slateford, weißt du was Slateford ist? Das sind, jetzt lernt man aber, man lernt wirklich mehr dadurch. Das sind Orte in, also die gehören quasi, das sind Stadtteile in Edinburgh, so vermute ich fast. Weil ich bin da. Das ist Edinburgh, ich bin da. Ich finde, hier ist eine riesen Stadt, aber das ist ein riesen. Edinburgh Castle, juhu! Ich bin da, Mann. Yes! Geil! Es ist riesig hier. Meine Frau war mal schon mal hier gewesen. Okay. Die war hier mit, ach, vor Jahren mal mit einem Wohnmobil, mit ihrer besten Freundin damaligen. Okay. Das muss wohl cool sein. Dass man Whisky trinken gelandet bin hier. Okay, es wird immer weniger. Hier gibt's. Das habe ich noch gar nicht erlebt, dass ich irgendwo in Europa mal unterwegs bin. Geh mal da aus! Keine Stecknadel, nichts. Nichts, das ist scheiße, ja. Was machst du jetzt? Muss ich kurz auf die Landkarte gucken. Macht der Captain jetzt? Wie improvisierst du das jetzt? Mach Pause. Ich würde dann doch Pause machen wahrscheinlich. Scheiße. Ich lande jetzt hier auf einem Hügel, drück Pause und gut. Halt jetzt nix. Wo zur Hölle bin ich denn hier? Wieso ist hier, dass hier gar nichts ist? Also. Ich geh mal in die Außenansicht. Ich muss mir jetzt mal Edinburgh angucken. Also das sieht schon nice aus hier. Edinburgh Castle, ja. Mit 10 Sieg auch noch was hier. Ich bin hier mal vor einiger Zeit schon mal gewesen. Das ist schon ewig her wieder. Da ist das Castle. Ja, da ist Edinburgh Castle da unten. Schön. Ich war hier schon. Neblig. Oh, nee. Der Platz ist da vorne. Ja, da ist die Landebahn. Okay, check. Aber Davidson Mains, da ist der Airport. Okay, check. Jetzt lädt der blöde Google Maps nicht. Ohne Scheiß. Also wenn, dann alles bitte, ja? Ja, jetzt kriegst du die volle Packung. Jetzt ist so. Toll, nur welche Bahn nehmen wir jetzt? Ach, hab ich doch gesagt, ich hab da vorhin nachgeguckt, den Wind. Ich hab gesagt, fotografieren, da hier gibt's nichts. Nicht mal fliegen, scheiße, oder? Hier ist gar nichts. Scheiße. Ja, heute ist. Das. Ist brutal dann, Edinburgh. Edinburgh Airport, so, der Wind kommt nach wie vor, ich muss die 2-4 anfliegen. Das könnte die Bahn sein, vom Wasser aus direkt rein. Ja, sicher ist sie das. Okay, dann gehe ich jetzt ins Cockpit und wir landen das Ding jetzt. Ja, ich habe da vorhin den Flug verkackt in Afrika. Jetzt ist. Ne, war ja nicht Afrika, schon Indien fast. Da war bei mir scheiße Iran. Gewesen. Iran scheiße gelaufen. Ja. Iran bist du. Hier ist jetzt eine Stecknadel, aber ich habe irgendwie keine Hoffnung, dass das ein Flugplatz ist. Weil wenn hier irgendwo ein Bauernhof hingeschissen ist, dann ist ja sofort, das ist ja ein Ort bei denen hier.
Ja, mir sind unterwegs auch nicht viele Airports aufgefallen. Nur tausend kleine Orte, aber das war's dann. Flaps One. Oh Gott, du glaubst, ich. Jetzt erzähle ich es dem falsch, aber ich bin gerade echt mal froh, dass ich jetzt, dass ich das hier angekommen bin. So. Aber du bist noch zu weit weg einfach, das ist das Problem jetzt von der City hier. Du hast noch ein paar Meter. Ja. Druck. Oh, krasser Wind hier, aber richtig heftig. Boah. Wahnsinn. Warte mal, wer sagt da irgendwie durch? One five. Two four. One way pass two four. Deckt sich mit meinem Aero-Wetter ab. Alles cool. Ich hab die Freigabe. Clear to runway two four. Danke. Wunderbar. Dann machen wir das doch mal. Ich bin peopleless, also nicht mehr so weit bis Edinburgh, aber. Nee, hast du nicht mehr. Da war ich vorhin auch. Peoples, das sagt mir noch was. Hab ich auch gelesen gehabt, den Ort. Das sieht schnell eigentlich. Ja, ich habe gut aufgeholt. Ich bin gar nicht so weit hinter dir. Ja, hast du wirklich gut, ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Was ist da der Fahrtmesser, die km/h-Zahl? Ja, ich muss runter, runter. Ich muss ja mit 100 Knoten reichen ja eigentlich aus für die Landung. So schnell. Das war schon fast zu schnell. Du kannst mit der viel weniger fliegen. Mit der reichen 70 zum Landen. Schon Tempo raus. Du hast ja das Gefühl, du stehst in der Luft, wenn du so langsam anfließt. Das ist total krass. Aber der Fahrtmesser sagt tatsächlich 150 Knoten noch. Langsamer, viel langsamer werden. Na gut, bei Gegenwind ist ja der Airspeed höher als der Speed over ground. Ja, stimmt auch wieder. Zu langsam willst du dann auch nicht werden mit ihr. Aber passt, die schwebt und schwebt, voll geil. Edelsten. Hast du noch irgendwelche Flugplätze gesehen vor Edinburgh? Glaube ich nicht, ne? Nee, wirklich nicht. Fällt mir jetzt nichts ein, ist ja sofort gesagt, aber mir fällt da auch keiner, mir auch keiner eingefallen. Gut, jetzt bin ich kurz vor Edinburgh, das sind noch 10 Minuten vielleicht. Das. Dann mache ich das auch fertig. Kann Das wäre schade, das alles nochmal machen zu müssen. Das sag ich dir. Boah, ist schon eine ordentliche Distanz gewesen jetzt von Liverpool. So, Ja, willkommen rein. 2,5 Stunden waren angesetzt und was haben wir zum Ende gebraucht? 1,5 etwa. Meine Reifen haben soeben den Platz mit dem Barrow berührt hier. Hab ich nochmal abgehoben mit der? Ey, du hast immer noch das Gefühl, du hebst immer nochmal ab mit dem Saubiest, ne? Alter, die ist so eine. Das ist so. Ist der Hammer, das Ding. Weil der halt auch so wenig Speed braucht, um abzuheben und Ja, sich ja, ja, zu bewegen, ist echt. ja. Vom Eurofighter genau das gleiche Problem. Der kann auch mit 100 Knoten starten oder sogar noch weniger. Das ist übel, das Ding. Total übel, echt. Wahnsinn. Alter Schwede. Ja, den Live-Traffic, den könnte man sogar rein theoretisch gesehen ganz ausmachen. Denn eigentlich macht Live-Traffic ja auch nur Sinn. Diesen Live-AID, wenn man, ja, wenn man zusammenfliegen möchte, dann macht das Sinn, das anzumachen. Wenn man sich dann auch wirklich sieht. Sonst kann man den, Ja. sonst kann man, also den normalen KI, den finde ich super, aber nicht diese ganzen Leute, weil die brauche ich nicht unbedingt. Die blockieren eh nur die Bahn oder so. Du weißt, weil die den Multiplayer quasi Stimmt, ja. auslassen. Quatsch, der kostet nur Ressourcen. Aber hier muss ich eigentlich raus. Jetzt habe ich die Ausfahrt nicht, weil ich viel zu schnell war. Scheiß drauf, nehmen wir die andere. Okay, sonst wirklich nicht mehr weit. Eigentlich muss ich Edinburgh schon bald sehen, ne? Also wirklich nicht mehr weit.
Tja, und dann kommst du über so eine Anhöhe und dann erstreckt sich die ganze Megacity eigentlich so. Dann siehst du die richtig cool. Das ist schon... Ja, ich habe die Anhöhe gerade vor mir, diesen kleinen Mittelkette, nenne ich sie mal. Jedenfalls ganz sehenswert. Boah, das war jetzt auf jeden Fall eine ordentliche Etappe. Mehr müsste ich auch nicht haben mit. Also reicht so. Mehr brauche ich. Mhm. Wie viel Kilometer hat man gesagt gehabt, waren das vorhin? 280 oder so, was locker? Ja, 250, 280 Kilometer. Ja, das ist mehr als ausreichend mit ihr. Also mit der U kann man sich so als Richtwert so 200 Kilometer vornehmen, sag ich mal. Ja, genau richtig. Ja, ich würde auch sagen, genau. Das kann man 200, sich 220 Kilometer. Absolut, die kann man sich im Hinterkopf mal 200, 200 so. Mehr ist einfach Arbeit. Richtig, dann wird es einfach zu... Ja, dann ist zu viel Arbeit, richtig. Sehr schön, dann bringen wir sie mal hin. Da drüben ist Wasser, also... Ja, dann bist du ja... Bei. Ja. Wahnsinn. Dann hast du, Ich bin wirklich direkt davor, ne? Live-Wetter auch angehabt? Ach ja, das wäre ja sicher. Gut, bist du schnell angekommen. Okay, ich sehe dort was leuchten. Könnte das echt schon der Flugplatz sein? Weil die haben ja die, das Leuchtfeuer haben die echt extrem gemacht. Das kannst du ja teilweise richtig weit sehen. Im Flugzeug. Ja, der liegt. Obwohl, du fährst so nah, du bist, könntest, das weiß ich nicht, ob du so. Ah, da hinten sehe ich eine Maschine blinken am Himmel. Das bin ich. Das bist du wahrscheinlich. Kannst du Flugplatz da vorne schon, ja? Ja, kann sein, dass du das schon. Ich seh die. Ist die Nord-Süd ausgerichtet, die Landebahn, oder Ost-West? Das ist jetzt die Frage. Nord-Süd, lass mich mal überlegen. Warte mal, ich muss mal überlegen. Warte mal, Ost-West ist die ausgerichtet, meine ich. Ja, ist Ost-West. Ja, Ost-West. Also im Prinzip vom Wasser anfliegen oder vom Land Richtung Wasser. Genau, wenn du da oben von der Anhöhe kommst, kannst du direkt die Bahn anfliegen. Ist die Kurs auf 2,4. Ja, das kommt hin. Das passt, das bist du auch. Das ist ja geil. Haha, das ist schön, ja. Da freue ich mich. Das Geile ist, ich sehe die Landebahn schon, bevor ich den Ort angezeigt bekomme. Ach, sag bloß. Deswegen nur wegen dem HDR10. So, jetzt hast du es. Bam, Alter, du brauchst HDR10. HDR10. kann ja sein, dass das HDR ist. Ja, ich pack ein. Alles gut. Meine sagt auch schon, ich muss die Bremse ziehen. Das ist witzig. Das sieht cool aus, auf jeden Fall. Wetter passte noch. Man ist nicht im Dunkeln hier angekommen. Ja, so ein OLED. Ich werde mir irgendwann so ein OLED-TV mal holen. Aber momentan, dann ist mir, muss ich sagen, ich habe jetzt keinen Bock, 1200 Euro auszugeben. Also ich hätte es auch nicht gemacht. Willst du auch nicht? Ich habe halt mal einen neuen gebraucht. Meiner war ohnehin, wie gesagt, kein Full HD gewesen. Bei mir hat das Sinn gemacht. Aber wenn der jetzt kein HDR-Gedöns gehabt hätte, wäre mir das auch egal gewesen. Also ja. Das ist so mit diesem einen Feature noch extra Geld in die Hand nehmen. Nee. Ja, der hat HDR, aber der hat nicht dieses HDR 10. Dieses neue, weißt du? Das ist dieses HDR 10. Nee, da möchte ich auch nicht. Das ist schon eine Menge dann, ne? Das ist eine Hausnummer. Aber Triebwerke sind aus. Nee, 1200 für ein OLED ist eine geile Sache, mit Sicherheit. Aber nee, da warte ich nochmal 2 Jahre ab, dann ist die Technik, die der jetzt hat, dann kriegst du die Dinger für 600-700 nachgeschmissen. Ganz genau. Und solange hält der Fernseher noch mein Sony, dann macht sich das auch bezahlt. Kriegst du auch nichts mehr, wenn du den jetzt verkaufen würdest wieder. Ich guck, nee. Sehe ich dich denn noch im Himmelchen hier? Warte mal. Ja, ich muss jetzt nur essen gehen, ich werde mich schon mal von dahin sichtig. Doch, das ist eine Maschine, das könntest du sein. Aus Süden gucken, ich komme direkt aus Süden. Ist das geil, ich sehe dich. Ich bleib hier aber trotzdem stehen, dann müsstest du meine Maschine sehen auf dem Parkplatz. Das ist mega mit dem Rollhaus, mit dem Auslaufbahn, alles gut gemacht. Den mir direkt eine Parkposition zugewiesen, eine vernünftige. Ja. Arschgeil. Ja gut, lässt man den Live-Traffic an, dann sieht man sich, wir sehen uns dann immer, dann vergisst man es nicht, ne? Dann hat man es mit an und man sieht die anderen Nasen ja nicht. Durch die Namensschilder, wenn die aus sind. Edinburgh Airport. Ja. Oh, ich mach jetzt mal kurz das Namensschild an, ob du das wirklich bist, das will ich jetzt nochmal eben wissen. Dann bist du, das kannst ja fast nur du sein, wenn du jetzt über Edinburgh bist. Edinburgh Airport. So, Namensschild ist ein. Ist das hier überhaupt eine Landebahn? Das ist doch eine Landebahn. Thoragon, ja, du bist das. Das warst du. Ja, du bist das. Ja, das ist nur eine. Da ist nur ein großer Airport, den siehst du, der ist... Gehst du da hinten schon irgendwo runter? Nee, ne? Warte mal, ich zoome mich mal eben ran.
Ich hoffe, dass das hier eine Landebahn ist, oder? Das ist grün hier. Doch, du bist aber richtig. Du fliegst auf den Platz zu. Das ist aber eine vernünftige Runway. Eine richtige ausgeläutete Airliner drauf. Nee, also, doch, du bist richtig. Komm mal rein da, passt. Weil ich fliege jetzt hier über einen Parkplatz drüber und danach lande ich. Ich sehe dich. Mal gucken, ob das eine Landebahn ist. Ach, da ich glaube eigentlich nicht. Ja, du hättest die andere Bahn nehmen müssen. Du landest auf irgendeiner anderen Landebahn da vorne irgendwie. Na egal, die wird schon reichen. Auf einer Graspiste. Du bist am Airport angekommen, aber du hast nicht die Bahn, wo ich reingekommen bin. Ja, das ist. Vom Winkel her passt hier einfach gut, und ich nehme gerade die. Ist das eine offene Bahn, was du da hast? Das kann sein. Auf jeden Fall bist du da. Ich bin unten. Aber wie schnell du jetzt hier hingekommen bist, du hast doch hier. Hast du gescheatet, wa? Nein, du Quatsch. Ist das geil. Ich hab's wie ein Forza gemacht, Vollgas. Das kann nicht sein. Roll mal rum. Siehst du mich hier? Ich stehe hinter dem A320. Hier steht ein Leo rum von Joe. Muss ich nach rechts oder nach links? Einfach geradeaus erstmal. Noch eine kleinere Maschine. Meine U steht hier. Komm mal weiter. Ich hab den Namensschild nicht anders. Jetzt nach links jetzt kommen. Gehst auf den Taxiweg nach links. Von dir aus jetzt noch gute 100 Meter und dann stehe ich da vorne auch. Rechts von dir siehst du so einen Airbus, der da steht gleich. Jetzt von mir ist die Start- und Landebahn, da ist gerade nichts. Da bin ich reingekommen, das war meine, das war die 2-4. Okay. Gut, dann fahr ich jetzt mir auf den Parkplatz. Ah, da vorne stehst du, sehr schön. Sauber, ja, das ist sauber. Richtig gut, wa? Akkurat reingeparkt, ja. Perfekt. Das ist ja schön, da haben wir uns noch gesehen, finde ich gut. Top. Richtig geil. Ja, Weltklasse. Super, ja, der Landeanflug eben war auch echt interessant. Ich hab die viel zu spät erkannt. Ich dachte, die Landebahn wäre viel weiter hinten. Hab das total falsch gesehen. Ja, du hast da irgend so eine klare Piste. Aber es macht ja nichts. Du bist ja da super gelandet, auf jeden Fall. Siehst du da den A320 nicht, der da neben dir steht? Doch, hier stehen drei sogar. Ja, was sehr nah an dem jetzt dran ich. Jetzt kommst du zu mir. Witzig. Ja. Super gemacht, der Airport hier. Ja, perfekt, guck mal. Schön. Judy. Ja, perfekt. Ich verabschiede mich da auch schon mal. Ich muss jetzt auch essen. Aber ein schöner Flug. Ich danke dir nochmal. War geil. Dann, nichts zu danken. Okay, wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen wieder in alter Frisch. Ich denke, wir hören uns morgen auf jeden Fall wieder. Alles klar. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Dann, bis dann. Jo, bis dann. Schönen Abend. Ciao. Yep. So, Leute, schön, dass ihr da wart. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Entweder in der Spitfire oder hier. Ich bin euer Torgon 137. Schönen Abend noch.